Und ich bin tot. Wie kein Endboss. Oh was, es gibt noch ein Level. Und dann kommt erst der Boss. Oh nee. Scheiße. Echt jetzt? Warum tut ihr mir das an? Echt jetzt noch so ein Level, Mann. Wow, die ziehen das durch, ey. Die ziehen das durch. Ich weiß nicht, wie ich lebe. Oh, scheiße. Okay. Es ist noch nicht vorbei. So. Klar geht er nach unten. Will er mich verarschen? Wollte gerade sagen, wenn die Ameise jetzt hochgeht und der Roboter-Typ kommt nicht nach unten, bin ich instant tot. Das ist quasi ein nicht verhinderbarer Tod. Wobei, ich habe 2 Schüsse, das könnte ich vielleicht dann demnächst mal einsetzen. Ah, ich weiß jetzt nicht. Kommt der runter, kommt er nicht runter? Er muss runter. Nee, muss er nicht. Er muss aber dann auf der anderen Seite bleiben. Entweder töte ich ihn, oder er geht hoch. Und dann auch wieder runter. Okay, er haut komplett ab. Das Geilste ist, ich habe erstens jetzt verkackt. Zweitens sieht es so aus, als wären wir schon übelst weit, weil wir schon 6 Schlüssel haben. Aber, da gibt's noch einen Haken. Oh, ich hätte da nicht runterfallen dürfen, wa? Okay, ich weiß nicht wie, aber... Oh nein, warum habe ich das aufgemacht? Okay, ich weiß nicht wie, ich hab's überlebt. Aber seht ihr, wie cool das gemacht ist? Wir haben mittlerweile schon die Außenwelt vom Turm, vom Schloss betreten. Sodass wir halt gleich oben das Finale haben. Gegen den Almighty Boss, ne? Das ist schon ganz cool. Das kann man ja nur verschießen. Außer er geht daran vorbei, wenn das geht. Ah, es war mir zu knapp. Mann, das ist aber immer zu knapp. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Wir haben hier noch ein extra Leben. Das ist die schönste Melodie von allen übrigen. Ja, richtig, das Level... Hat mich die Schlange verarscht. Das Level ist linear, das ist richtig, ja. Ja, sorry, die Schlange hat mich gerade übelst genatzt. Ich dachte, sie geht natürlich schon noch weiter und ich kann dann da in Ruhe. Aber das Level dauert wenigstens nicht lang. Also sie sind hier quasi nochmal gnädig gewesen. Vom Finale gibt es nur nochmal so ein anständiges Level. Du musst halt immer wieder aufgebaut nach oben, um eben dann in den Abteil des Schlosses zu kommen, wo der Boss selbstverständlich ist. Das ist dann okay. Guck mal, diesen habe ich... Nee, das ist nicht dasselbe. Vielleicht war ich hier so ein bisschen zu hektisch. Wow, echt jetzt? Okay, jetzt muss ich ihn töten. Das,
Das konnte ich jetzt ganz schlecht verhindern, nur. Ach so, da liegt der Hammer, einfach so. Ja, gut. Ich habe den, glaube ich, vorhin da auch getötet, weil der mir gefolgt ist, ne? Also, glaube ich, passt das schon. Aber warte mal, diesmal mache ich den Fehler nicht. Ja, doch. Ich muss den Fehler machen. Ich kann ja nicht beide töten. Es muss einfach gut gehen. Okay. So, diesmal mache ich den erstes egal. Das passt. Alles gut, alles gut. Ich muss jetzt nur auf die Schlange aufpassen und dann ist alles in Ordnung. Weil der Rest war wirklich nicht mehr so schlimm. Hier gibt es sogar nochmal zwei Schüsse. Zwei. Einfach nicht geizen. Hoch und ballern. Hoch und ballern. Fertig. Na, ihn würde ich schon ganz gerne ohne Ballern töten, wenn es geht. Aber nur, wenn es geht. Ja. Diesmal lassen wir uns nicht verarschen. Schlange ist tot. Schlange ist tot. Okay. Ich weiß nicht, wie groß es noch, also wie viel noch kommt. Das war auch so eine Art Notschuss. Klingt blöd, aber das war übelste Not. Ich habe jetzt gesagt, wir geizen nicht mehr. Ey, schaut mal, wie viele Pfeile hier liegen. Warum? Macht euch das nicht skeptisch, dass hier so extrem viele Pfeile liegen? Als würde ich die Pfeile mit zum Endboss übernehmen oder so. Also das macht mich ja stutzig. Da müssen ja jetzt ultra viele Mobs noch kommen. Oh ja, da kommen noch ultra viele Mobs, wa? Und ich muss die alle töten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich muss die sogar töten. Okay, hier wirst du auch sogar nochmal mit One-Ups zugeschissen. Wo ist hier Schluss? Und warum gibt es hier so krass viele One-Ups? Kannst dich ja hier totfarmen. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Habe ich Pfeile übersehen? Ich will ja echt nicht meckern, aber ich habe keine Pfeile mehr. Offensichtlich kann ich davon noch sehr viele gebrauchen. Ja, wie soll ich denn das sonst schaffen? Was? Es gibt keine Pfeile mehr? Hä? Wie soll ich denn da vorbeikommen ohne Pfeil? Wow, mich haben drei Pfeile auf einmal stutzig gemacht. Ich hätte gerne noch mehr. Ach, der Notschusspfeil. Hat der mir das jetzt echt versaut? Das wäre schlecht. Das wäre sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, aber... Nee, muss ich das Level jetzt echt nochmal machen? Scheiße. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich kann das garantiert auch so schaffen, aber ich müsste so dermaßen lucky sein. Nee, es ist unmöglich. Die Schlange bewegt sich viel zu schnell.
Schlange bewegt sich viel zu schnell. Das geht nicht. Okay, wir müssen die Pfeile sammeln fürs Ende. Wir dürfen hier nicht... Weißt du, ich habe halt jetzt die Einstellung gehabt, jo, sei mal nicht so geizig und schieß einfach. Arschlecken, Alter, ich darf hier so gut wie keinen töten. Das heißt, ich darf auch nicht den Typen töten, der mir den Weg da versperrt. Ich muss auch hier einen Pfeil behalten. Das ist der Trick von dem Level. Ja, das Level ist nicht schwer, die Schlüssel zu finden, und das ist auch linear. Aber der Haken und die Schwierigkeit an dem Level ist, die am Ende genug Pfeile zu haben, damit du die Gegner töten kannst. Wenn der jetzt nicht gleich wieder hier runterkommt, raste ich aus. Und lucky one more time. Gott sei Dank ist die Musik erträglich. So, zwei Pfeile. Hier, bei dem muss ich ganz speziell aufpassen. Nee, lass ihn mal noch einen Meter gehen. Okay. Ich darf keinen töten hier. Jetzt verstehe ich endlich die Schwierigkeit dieses Levels. Gut, erfolgt mir jetzt aber. Ja, ich kann das schon verhindern. Ah, ich kann das schon verhindern. Okay. Es wird halt schwierig, weil es da gleich drei Gegner sind. Und er muss jetzt erstmal hoch. Okay, jetzt habe ich gleich ein Problem. Es geht nicht. Nein! Ja! Nein! Ich muss einen töten. Nein, ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Leute, das war's. Und da kommt von oben auch noch einer. Ich hab's. Ich hab nicht einen Pfeil verbraucht. Nicht einen. Wow. Das muss es sein. Ich hab keinen Pfeil verschwendet. Oh mein Gott, das war richtig gut. Ich habe jetzt gleich 6 Pfeile. 6. 7! 7 Pfeile! Wow! Also, ihn töten ist Pflicht. Ihn kannst du noch auf einen anderen Weg töten. Nämlich so. So, wenn du dich von ihm nicht verarschen lässt, kannst du ihn so töten. Bei der Ameise... Ich scheiß jetzt auf die One-Ups, ganz ehrlich. So, wie können wir jetzt die Ameise da wegbringen? Können wir die Ameise da wegbringen? Ich glaube, die Ameise muss ich töten. Ja, die Ameise muss man töten. Okay. Ihn muss man jetzt nicht zwingend töten. Okay, wir haben jetzt gleich 6 Pfeile. Das muss absolut genügen. 6 Pfeile, hör mir auf. Diesmal hatten wir auch keinen Notfallpfeil. Das heißt, wir haben 3 Pfeile mehr als vorher. 3. Das heißt, vollkommen egal, wie viele Schlangen hier jetzt noch kommen. Die sind tot. Und das alles in absoluter Ruhe und Entspannung. 3 Pfeile. Okay. Wie gesagt, scheiß auf die ganzen One-Ups. Wir haben so viele gerade gesammelt. So, hier kamen wir gerade nicht weiter. Töte ihn. Wahrscheinlich hat mir eh nur ein Pfeil gefehlt oder so. Haben wir's? Ah! Oh nein, oh nein.
Wow!